Also es gab noch so viele Beispiele, mir fällt gar nicht alles jetzt ein, das ist jetzt alles spontan. Jetzt, vor kurzem, pass auf, Welt, Spiegel Online, der Lügner hieß Yassin Mubarak oder so, ja, schöne Grüße an ihn, der schreibt in dem Dings, Razzia in Deutschland. Razzia in Deutschland, die Beamten klingelten auch bei Pierre Vogel, durchsuchten sein Haus, wo, wann? Ich war da gerade im Urlaub in Marokko gewesen. Wo? Haben meine Wohnung durchsucht. Mashallah. Ich muss den Polizisten immer wieder ein Kompliment machen. Die durchsuchen die Wohnung und nachher liegt jeder Strumpf auf dem anderen, wie er vorher gewesen ist. Aber jedes Herrschen, es wurde noch nicht mal ein Herrschen von seinem Platz entfernt. Und dann, oder dann die schwäbische irgendwas, was war das für ein Zeitpunkt? Weiß er das? Stuttgarter Blättchen oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Die schreiben, die Polizei war auch bei einem deutschen konvertierten Imam, der in Sindelfingen in einer Moschee Imam ist. Mashallah, ich war noch nie in Sindelfingen. Pierre V. Er ist vorläufig auf freiem Fuß. Vorläufig ist er auf freiem Fuß. Guck mal. Und dann Yassin Mubarak, oder wie er heißt, der schreibt dann, und der Kameramann, das stand dann in der Kronenzeitung in Österreich, bemerkenswert ist, dass der Kameramann von Pierre Vogel, der Reda Sayam ist, der Kontakt hat mit Al-Qaida. Mashallah. Aber, und Yassin Mubarak schreibt, häufig nimmt Reda S. seine Vorträge auf. Der soll mir mal einen Vortrag zeigen, wo der mit mir irgendwo hingefahren ist zu einem Vortrag. Hier, das ist mein Kameramann hier. Nicht Reda S. Guck mal. Und dann soll ich denen glauben? Den Medien? Ich glaube gar nichts. Ich glaube gar nichts, was dort kommt. Jetzt hier, außer was für Islam ist natürlich. Okay. So jetzt. Wir sind da parteiisch. 3 Wochen später, jetzt zum Anschlag in Madrid. Wollen wir gucken, was in den Medien steht. 3 Wochen später, am 3.4.2004, sprengte sich der mutmaßliche Redelsführer Serhan bin Abdelmajid bei einer Razzia in einem Vorort von Madrid in die Luft. Also der Schuldige hat sich in die Luft gejagt. Dabei starben 6 seiner Komplizen. Die anderen starben auch alle. Das ist jetzt der Beweis, dass die den Anschlag verübt haben. Und ich würde mal gerne wissen, welchen Grund soll der haben, sich in die Luft zu jagen mit seinen 6 Komplizen? Weltuntergangssekt oder wie? Die Anschläge galten Ende April als nahezu, hier, das ist aus mir, als nahezu aufgeklärt. Das heißt, die Anschläge sind gar nicht aufgeklärt von Madrid. Jetzt. Auch der Tatverdächtige Jamal Ahmidan konnte unter den Toten identifiziert werden. Mashallah. Wir haben Bildsprache als erstes mit der Leiche. Die Leiche war ja schon tot, ne? Da konnte man nicht mehr mitreden. Ja? Dann schreiben die selber, der Anschlag in Madrid jetzt ähnelt dem Anschlagsmuster der ETA. Die sagen selber, ähnelt dem Anschlagsmuster der ETA. Das sind die Terroristen aus Spanien, die einen baskischen Staat errichten wollen. Dann, 24.12.2003, Anschlag der ETA, das ist also kurz paar Monate davor, Anschlag der ETA auf Bahnhof von Madrid wird vereitelt. Also kurz vor dem Anschlag wollte die ETA schon einen Anschlag machen, der vereitelt wurde. Dann, 29.02.2004, ETA-Gruppe mit 0,5 Tonne Sprengstoff verhaftet. Das ist ein paar Tage vor dem Anschlag, sind die mit Sprengstoff schon verhaftet worden, einige Leute davon. Jetzt kommt der knallharte Beweis, dass Muslime den Anschlag gemacht haben, jetzt hier. Londoner Zeitung berichtet am 11.03., dass ein Bekennerschreiben per E-Mail kam. Hat also einer eine E-Mail geschrieben. Das waren die, wir Muslime waren das gewesen, aus dem und dem Grund. Das ist jetzt der Beweis. Subhanallah. Wisst ihr, was schon alles in meinem Namen gesagt wurde? Ist Pierre Vogel hat gesagt, Pierre Vogel hat gemacht, geschweige denn sowas. Die E-Mail ist jetzt der Beweis. Jetzt der nächste Beweis. Lieferwagen mit Sprengkapseln wurden gefunden und da drin war eine Korankassette. Ja, siehst du, wir haben es wieder. Guck, eine Korankassette, die Muslime sind es gewesen.
die bösen Muslime haben Madrid in die Luft gejagt. Wie gesagt, das ist ein Verbrechen. Ob es Muslime gemacht haben oder nicht Muslime gemacht, ist ein Verbrechen. Ist ein Verbrechen. Ist mit Islam nicht zu legitimieren, dass man eine Bahn, einen Zug in die Luft jagt, wo hunderte unschuldige Menschen ins Leben kommen können. Für was? Weil dir jemand Unrecht antut. Du kannst nicht sagen, ja, meine Frau wird vergewaltigt, da gehe ich zu meinem Nachbarn, vergewaltige dem seine Frau. Ja, das ist Schwachsinn. Aber das ist, was einige Leute im Kopf haben, subhanallah. Du kannst nicht Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit bekämpfen. Jetzt, nächste Sache. Dann der nächste weiß, später wurden, am 13. März wurden 5 Verdächtige festgenommen. Aber dass die freigelassen wurden nachher, das steht dann nicht. Dann, am 3. April wird Wohnung gestürmt, 7 Muslime sprengen sich angeblich in die Luft. Das ist der Beweis. Nächstens, 14. März ein Videobotschaft von dem angeblichen Militärführer von Al-Qaida wird gefunden, wo sie das zugeben, dass sie den Anschlag gemacht haben. So, nachher stellt sich aber heraus, das steht aber dann hier nicht, steht in einem anderen Bericht, dass dann erwiesen wurde, dass diejenigen, die verdächtigt wurden und die sich in die Luft gejagt haben, mit Al-Qaida bewiesenermaßen nichts zu tun haben konnten. Und dass die Polizei selber davon ausgeht, dass Al-Qaida einfach auf diesen Zug aufgesprungen ist, also ich meine nicht den Zug im wahrsten Sinne des Wortes, um zu sagen, hier, wir haben das gemacht. Also, falsch hier dann. Dann als die letzte Aussage ist, die Tat gilt als nahezu aufgeklärt. Was ist hier aufgeklärt? Wen willst du im Zweifel für den Angeklagten, wen willst du hiermit verurteilen? Gar keinen. Leute, die tot sind, die sich in die Luft gejagt haben. Bei einer Razzia angeblich. Wer weiß, was sonst noch passiert ist. Jetzt, 7.7.2005 in London. 56 Menschen sterben, davon 4 Attentäter. Erstmal, die Attentäter sind gestorben. Das heißt, die können wir jetzt schon mal nicht mehr fragen. Und da gebe ich euch mal ein Beispiel. Ich bin 2004, habe ich an der Universität in Bonn studiert. Und da bin ich, das war kurz nach den Anschlägen von Madrid, da bin ich im Zug gewesen und auf einmal steht da ein Koffer. Und der Schaffner kommt, wem gehört der Koffer? Wem gehört der Koffer? Alle, oh. Koffer. Mein Freund, der ist nicht Muslim gewesen, mit dem ich da in der Bahn war, auch einer, der mit mir studiert hat, der hat Chinesisch studiert und nicht Arabisch, weil wir haben Übersetzung studiert, der meinte, ja, also wenn das Ding hochgeht, dann bestimmt erst im Kölner Hauptbahnhof, weil da dann die meisten Opfer haben. Meinte der so,